Glaubt an eure Träume. Wirklich, es ist. Ich kann es ganz gut sagen. Das war mein Traum, seit ich 6 Jahre alt bin. Und wenn man dafür arbeitet und wenn man es nicht aufgibt, dann kann man so fast alles schaffen, würde ich sagen. Hallöchen, mein Name ist Finola Schulze. Ich bin 20 Jahre alt und ich komme aus Reutlingen, das ist in der Nähe von Stuttgart. Und ich habe dieses Jahr hier in Stuttgart meine Ausbildung zur Musicaldarstellerin abgeschlossen. Noch ein bisschen was zu mir. Meine Hobbys sind Essen. Wer tut es nicht gerne, ne? Und ich gehe mir sehr, sehr, sehr gerne Schlösser angucken. Die, die von hier sind, kennen vielleicht das Schloss Ludwigsburg. Ja, da war ich so 30, 40 Mal. Ich glaube, ich könnte schon selber Führungen geben. Aber genau, sowas mag ich sehr gerne. Ich spiele Querflöte, Oboe. Und Querflöte unterrichte ich auch hier in Stuttgart. Also wer Querflöte lernen will, kommt vorbei. Ja, und ich zeichne sehr gerne. Das erste Musical, das ich sehen durfte, das war Elisabeth. Hier im Apollo-Theater in Stuttgart. Und ich war damals 6 Jahre alt. Es war 2006. Das ist so krass, wie lange es schon her ist. So. Ja, das war halt, ich wollte davor schon immer ins Musical gehen. Ich kannte das schon so durch meine Eltern. Und es kam aber irgendwie nie was, wo meine Eltern gesagt haben, hey, das ist was, was ihr gefallen könnte. Und Elisabeth war schon immer so eine Person, die hat mich einfach schon immer total fasziniert in meiner Kindheit. Und dann kam es und meine Mama war gleich so, hey, dann gehen wir hin. Ja, und als wir dann dort waren, es war halt einfach, als Kind denkt man sich einfach nur, wow, da ist eine Prinzessin auf der Bühne. Und dann halt auch noch tolle Musik, wenn man sowieso schon mit Musical-Musik so ein bisschen aufgewachsen ist. Und dann einfach diese Stimmengewalt und dieses Bühnenbild. Man hat sich einfach gefühlt wie in einem Schloss. Und ja, das hat mich einfach total fasziniert. Das war einfach mal was anderes. Wann habe ich mich entschlossen, Musical-Darstellerin zu werden? Das war 2006 im Apollo-Theater bei Elisabeth. Nee, also das war wirklich, Musik war ja sowieso schon immer meins. Und ich fand es einfach so toll und ich fand es so schön, wie das Publikum sich damals auch gefreut hat. Und dann dachte ich mir, sowas möchte ich auch. Ich möchte auch Musik machen, ich möchte singen und ich möchte dabei den Menschen so eine Freude bereiten. Und so hat sich das durchgezogen bis heute. Also am Anfang durften wir gar nicht mehr in die Schule, weil man durfte ja auch einfach gar keinen Sport mehr machen. Und wir waren auch einfach viel zu viele Schüler für die kleine Schule. Und ja, dann hat sich die Schule aber sehr, sehr schnell entschieden, dass wir dann über Zoom Unterricht gemacht haben, also online und über Skype und so. Es hat auch alles relativ gut funktioniert. Das Problem war nur, dass manche, so wie ich, halt nicht sonderlich viel Platz haben. Alles, was ihr hier seht an Fläche, ist meine einzige Fläche zum Tanzen gewesen. Und das war ein bisschen schwierig. Genau, aber wir haben uns dann ein bisschen durchgesetzt und durften dann zumindest wieder in die Schule. Einzeln, jede Person durfte in einen, also eine Person pro Raum. Und dann durften wir dort unseren Online-Unterricht machen. Irgendwann durften wir dann zum Einzelunterricht wieder in die Schule mit genügend Abstand. Da hat dann die Schule auch überall, wie heißt, so Spender aufgehängt mit Desinfektionsmittel und überall Aufkleber hingemacht, wo man lang durfte und wo nicht. Und dann konnten wir zumindest wieder Gesangsunterricht machen, Rollenunterricht und sowas. Und mancher Unterricht ging online zum Beispiel gar nicht. Da haben wir dann Aufgaben zugeschickt bekommen, die wir dann aufnehmen mussten oder so. Und die mussten wir dann so schicken. Also es ist auch irgendwie online, aber es war halt nicht live online. Ja, es war alles ziemlich schwierig. Vor allem, ich hatte große Probleme bei manchem Unterricht, wie zum Beispiel Steppen, weil wenn du einfach nur Videos geschickt bekommst von was du halt gerade erst erlernen musst, das ist furchtbar schwierig, wenn du nicht alles genau erkennen kannst. Und dann war immer noch das Problem mit dem Internet. Dann hieß es in der Schule immer, ja, wir haben super WLAN. Und wenn dann aber halt so viele da drin eingeloggt sind, dann hat halt der Lehrer nicht mehr so gutes WLAN gehabt und alle, die zu Hause den Online-Unterricht mitmachen wollten, die haben dann den Lehrer halt teilweise nicht mehr gesehen. Da konnte die Schule jetzt auch nichts für. Es ist halt einfach das WLAN in Deutschland. Und ja,
gegen Ende durften wir dann in Kleingruppen wieder tanzen, so zu fünft. Und die andere Hälfte hat gleichzeitig live online den Unterricht mitmachen dürfen. Und dann wurde jede Woche so durchgewechselt oder halt zu jedem Fach durchgewechselt. Dazwischen mussten wir jetzt immer längere Pausen machen, dass der Boden gewischt wird, dass natürlich alles mit den Hygieneregeln übereinstimmt. Also, es war schon sehr schwierig, aber wir haben es geschafft. Und bei den Prüfungen war es dann auch genauso. Also, einzeln durfte alles vorgemacht werden und auch Sachen, die eigentlich in Gruppen vorgemacht werden. Wir haben so Ensemble-Gesangsunterricht. Das musste dann halt alles einzeln vorgesungen werden, statt in Gruppen. Und auch der Tanzunterricht, das waren dann halt Dreiergruppen oder so. Und dann wurde halt alles ein bisschen runtergekürzt oder halt über mehrere Tage gestreckt. Aber es ging ganz gut. Wir haben es geschafft, wie gesagt. Genau, also unsere Schule veranstaltet eigentlich, hoppala, mein Stuhl dreht sich mal wieder. Unsere Schule veranstaltet eigentlich jedes Jahr ein Abschlussmusical für den Abgängerjahrgang, aber es sind natürlich alle Schüler involviert. Und das Musical, das wir dieses Jahr auf die Beine stellen wollten, ist Jane Eyre nach dem Roman, nach dem gleichnamigen. Leider wurde jetzt das Stück schon von Juli auf November verschoben wegen den Corona-Licht Lichtlinien. Richtlinien. Muss jetzt aber leider nochmal verschoben werden, weil wir es leider so immer noch nicht spielen dürfen, weil es einfach nicht funktioniert, diesen Abstand auf der Bühne einzuhalten. Deswegen wird es auf nächstes Jahr Juli verschoben. Leider kann ich euch die Termine noch nicht genau sagen, weil es uns noch nicht bestätigt worden ist. Aber wenn die Termine rechtzeitig bekannt sind, dann werden die hier bestimmt eingefügt. Ja, genau. Also normalerweise ist es die letzte Juliwoche immer gewesen. Und dann sind wir sogar zwei Abgängerjahrgänge. Also einmal mein Jahrgang, der natürlich da unbedingt noch mit dabei sein möchte, weil wir haben so viel schon dran gearbeitet. Auch wenn wir dann schon ein Jahr weg sind, wir wollen da auf jeden Fall mit dranbleiben. Und dann der nächste Abgängerjahrgang, der ja dann auch noch mit dabei ist. Ja, ein bisschen was zur Geschichte. Also es geht um die kleine Jane, die ist am Anfang 10 Jahre alt und ein Waisenkind. Und die wächst bei ihrer Tante und ihrer Cousine auf, bekommt da aber leider nicht so viel Liebe und deswegen kommt sie ja nicht direkt ins Kinderheim. Es ist so eine Schule für Waisenkinder oder halt eine Schule, wo, ja, so ein Internat, sagen wir es so. Und ja, da geht es ihr auch nicht unbedingt so gut, kann man sich ja denken, zu den Zeiten damals. Aber sie kriegt es ganz gut auf die Reihe und als sie dann 18 ist, verlässt sie dann diese Schule und geht auf eine Reise. Mehr erzähle ich euch dazu nicht. Kommt euch das Musical angucken. Es ist echt, es ist relativ düster. Nicht unbedingt kleinen Kindern zu empfehlen. Aber es ist sehr, sehr schön. Es geht um Liebe. Es gibt auch ein bisschen was Gruseliges. Also sehr schön. Ja, also die Finanzierung, die ist ja immer so eine Sache, ne? Also wir suchen immer Sponsoren, was dieses Jahr leider überhaupt nicht geklappt hat. Wir haben zwei oder drei Sponsoren gefunden, aber dann kam halt leider Corona dazwischen. Ist einfach für alle total blöd gelaufen. Auf der anderen Seite machen wir viele Spendenauftritte, um so noch ein bisschen Geld zusammenzubekommen. Ja, klappt mal besser, mal schlechter. Aber zumindest, es kommt immer ein bisschen was rein und besser als gar nichts. Und als dritte Option haben wir noch unsere Spendenseite auf Litchi. Da kann man gerne auch, da kann jeder spenden. Man kann, glaube ich, per Banküberweisung zahlen. Ich weiß nicht, ob es mit PayPal auch geht oder mit Kreditkarte. Ich habe dort auch, also die Seite habe ich für uns erstellt. Da habe ich auch keine Untergrenze angegeben. Das heißt, ihr könnt schon ab 1 € spenden und wir freuen uns wirklich über jede Kleinigkeit. Weil wenn schon, keine Ahnung, 10, 20 Leute uns 1 € spenden, dann sind wir auch schon bei 20 € und davon kann man auch einiges kaufen, tatsächlich. Also es ist wirklich immer so, dass wir am Ende eigentlich nicht mit Geld rauskommen, sondern einfach nur mit Erfahrung. Wir freuen uns über die Erfahrung, aber es wäre halt auch schön, wenn das Geld reicht und wir nicht im Minus rauskommen. Deswegen, wie gesagt, wir freuen uns über jede Unterstützung. Wir brauchen wirklich alles an Geld, auch das Geld von den Karten dann. Also kauft fleißig Karten. Wir spielen hier in Kornwestheim bei Stuttgart. Also relativ. Ja, ich wollte gerade sagen, zentral in Deutschland, lustig.
Aber genau, kommt einfach gerne vorbei. Wir freuen uns über jeden. Ja, also Jane Eyre ist schon ein unbekannteres Stück. Ich glaube, das liegt auch hauptsächlich daran, dass man für diese großen, bekannten Stücke meistens einfach die Rechte gar nicht bekommt, wenn man nicht so eine große Firma oder eine große eigene Bühne hat oder sowas. Aber ich glaube, das ist jetzt nicht der Hauptgrund, warum wir das spielen. Also wir suchen uns die Stücke nicht selber aus. Das macht immer unsere Gesangslehrerin, die auch Regie führt, die Helen Berum. Und die schaut sich halt immer den Abgängerjahrgang genau an, weil natürlich das Musical ist für die Abgänger, deswegen kriegen die halt auch die größeren Rollen. Und dann sollte das natürlich auch einigermaßen passen so. Und genau, dann meinte sie wohl, dass Jane Eyre zu unserem Jahrgang passt und deswegen spielen wir Jane Eyre. Ja, und also es ist natürlich schon so, wir machen alle davon eine Audition. Sie hat schon immer eine Vorstellung, wer was spielt. Aber jetzt ist es tatsächlich, hat sie uns erzählt, auch schon öfter so gekommen, dass sie die Rollen doch anders besetzt hat. Einfach, weil wir alle eine Tanzaudition und eine Gesangsaudition haben. Und teilweise fällt ihr dann doch auf, oh Gott, das passt ja gar nicht in die Rolle. So, also sie kennt uns natürlich alle. Aber wenn wir dann doch mal Lieder spielen, die eher auch so in die Richtung von der Musik gehen oder dann auch vom Tanzen, sie denkt sich, okay, daraus möchte sie eine Tanzrolle machen und die Person, die sie sich dafür vorgestellt hat, kann dann aber gar nicht diese Art tanzen, die sie da gerne drin haben möchte oder die andere Person überzeugt total, dann wird es natürlich auch nochmal anders besetzt. Und genau. Ach ja, ich habe hier immer meinen Stift und meinen Block, dass ich nichts vergesse. Nur, dass ihr euch nicht wundert, dass ich immer dran rumspiele. Genau. Und was auch immer schön ist an diesen unbekannten Stücken einfach, viele Leute kennen sie halt nicht, sie sind halt einfach unbekannt. Was aber gar nicht so schlecht ist, finde ich. Also das ist halt, viele unbekannte Stücke sind so schön, die meisten Leute trauen sich einfach nur nicht, sich das anzugucken, weil sie sich denken, ah nö, davon habe ich noch nie gehört, das kann nicht gut sein. Aber vielleicht ist es einfach mal was Neues. Wir würden ja jetzt auch die Deutschlandpremiere spielen, es war in Deutschland noch nie das Stück. Und dann denken sich die Leute, ah nö, kenne ich nicht, gucke ich nicht an. Aber ich würde euch gerne vom Gegenteil überzeugen. Also es ist wirklich so, diese unbekannten Stücke, oft weiß man gar nicht, was da dahinter steckt. Das sind so schöne Sachen manchmal. Und wie gesagt, Jane Eyre, es ist wirklich, es ist traurig, es ist total lustig, es ist Tanz dabei, es ist mega Schauspiel, die Lieder sind richtig, richtig schön. Also es ist wirklich einfach, guckt es euch an, überzeugt euch selber. Also den meisten wird es sicher gefallen. Was anderes kann ich dazu nicht sagen. Ihr müsst euch selber angucken. Jeder hat einen anderen Geschmack. Also jemand, der jetzt hier nur so auf Queen und Bat Out of Hell und sowas steht, ich weiß nicht, dann ist es wahrscheinlich eher nichts. Aber wenn man jetzt auf so Sachen steht wie Rebecca, Elisabeth, sowas. Ich sag auch immer, das ist irgendwie, hat es total was von Rebecca. So die Geschichte. Also kommt einfach mal vorbei und schaut es euch an. Meine Rolle in Jane Eyre ist die kleine Jane am Anfang vom Stück, als sie ungefähr 10 Jahre alt ist und noch bei ihrer Tante lebt und in die Schule kommt und so weiter. Also noch ganz am Anfang, so ihre Geschichte steht. Und danach bin ich noch im Ensemble zu sehen. Worum kümmere ich mich sonst noch? Also ich bin bei uns für die Werbung zuständig. Ich für unsere Instagram-Seite. Also wenn ihr damit schon mal Kontakt hattet, dann war ich das. Und ich helfe auch zum Beispiel auf unserer Facebook-Seite mit. Ich mache Bilder. Und ja, ich habe geholfen bei der Organisation fürs Orchester. Aber ansonsten mache ich dieses Jahr leider nicht so viel. Also letztes Jahr habe ich noch war ich zuständig fürs Kostüm. Und beziehungsweise für die Kostüme. Und wir haben letztes Jahr noch das Bühnenbild alle zusammengebaut. Das ist dieses Jahr leider ein bisschen schwierig. Aber ja. Das war's eigentlich. Ja, meine Traumrolle. Also es hat mich natürlich damals total geprägt, sodass meine Traumrolle eigentlich immer Elisabeth gewesen ist. Elisabeth in Elisabeth. Und ja,
Das wäre so ein Wunsch einfach. So, ja, so ein Traum. Man weiß nicht, ob sich es irgendwann erfüllt, aber dann bleibt es halt ein Traum. Es ist ein schöner Gedanke. Und wenn es so ist, dann, wenn es passiert, dann wäre es natürlich der Hammer. Und wenn nicht, dann werde ich auch damit leben können. Also so ist das Leben halt, ne? Genau, und welche Stücke ich total schön finde, wo ich gerne mitspielen würde. Also, wie ihr wahrscheinlich schon gemerkt habt, ich mag gern so alte, geschichtliche Sachen. Also wie gesagt, Elisabeth mag ich total gerne. Oder hier Rebecca mag ich total gern. Mozart. Also das ist einfach so diese Michael Kunze, Sylvester Levi oder Frank Wildhorn Musicals mag ich auch total gerne. Das ist voll meine Musik. Und ja, Rudolf Affäre Meierling. Also ich wünsche mir so sehr, dass es mal nach Deutschland kommt. Das ist echt, das haben eindeutig zu viele Leute noch nicht gesehen, dieses Stück. Das ist echt so schön. Und ja, ich könnte die DVD rauf und runter gucken. Und ja, Dr. Zhivago habe ich auch ein paar Mal gesehen. Das finde ich auch richtig, richtig schön. Da ist die Musik toll, die Geschichte ist toll. Ja, das sind alles so ein paar Träumchen. Aber es gibt natürlich auch so viele Musicals, die kennt man alle noch gar nicht. Die sind vielleicht noch nicht mal entstanden und die werden vielleicht auch genauso schön sein. Und da freut man sich einfach über alles, glaube ich, bei dem man mitmachen darf, bei dem man Erfahrung sammeln darf, bei dem man involviert sein darf. Ja, einfach mal abwarten, was kommt, würde ich so sagen. Meine Vorbilder, das ist so eine Sache. Ich glaube, also ich bin jetzt noch nicht so sehr im Job drin. Ich habe noch nicht so viel Erfahrung wie andere, aber allein durch das, was ich jetzt schon so mitbekommen und erlebt habe, da ist echt einfach, jeder Kollege, muss man sagen, ist einem irgendwie ein Vorbild, weil jeder kann einem irgendwie weiterhelfen. Weil, ja, wie gesagt, die Leute haben einfach mehr Erfahrung und viele haben so viel schon geschafft in ihrem Leben. Und da tun mir einfach die leid, die nicht versuchen, dran zu bleiben. Und einfach was draus zu machen aus ihrem Traum. Also, weil es gibt so viele Leute, die einem so viel helfen können, die einem so viel Input geben können. Und die muss man einfach alle als Vorbilder nehmen. Also klar, so gesangliche Vorbilder habe ich auch. So, wen ich super toll fand, schon immer Willemijn Verkijk. Fand ich immer richtig, richtig toll. Schon als Kind habe ich total gerne angehört. Sabrina Beckerlin, Annemieke van Damme und Marle Martens finde ich auch total toll. Und es gibt so viele tolle Darsteller, die auch vielleicht nicht so bekannt sind. Und die sind auch so talentiert. Und da finde ich auch, solchen Leuten müsste man einfach mal mehr Aufmerksamkeit schenken. Das finde ich immer so schade, dass es immer heißt, ja, komm, die Musical-Stars. Und aber einfach alle Darsteller, sonst wären sie nicht Darsteller geworden. Alle haben irgendwas drauf und alle sollte man irgendwie als Vorbild nehmen. Und auch was mir oft gesagt wurde, ja, du bist eine Frau, du kannst ja auch nur weibliche Vorbilder haben. Aber das finde ich ist auch irgendwie so eine Aussage. Warum kann ein Mann nicht mein Vorbild sein? Also klar, der hat ein anderes Geschlecht als ich, der würde andere Rollen spielen als ich, der singt anders als ich, der hat eine andere Tonlage, der hat eine andere Stimme. Aber er ist trotzdem ein Mensch. Und wer mir zum Beispiel über die letzten 10 Jahre sehr geholfen hat, wer mich begleitet hat durch schlechte und durch gute Zeiten, war der Jan Amann. Den habe ich rauf und runter gehört und der ist mir auf jeden Fall, auch wenn er ein Mann ist, ein großes Vorbild. So, was ich ganz vergessen habe zu beantworten, mit wem würde ich gerne mal auf der Bühne stehen? Also früher war das immer so, als ich klein war, war das so immer, oh mein Gott, ich möchte mal mit Pia Daus singen, weil das war halt so, das war für mich Sissi. Und heute denke ich mir, klar, Pia wäre immer noch mega cool. Aber es ist einfach, wer an sich, welche Persönlichkeit oder sowas, ist mir relativ egal. Ich würde einfach gerne mehr mit Leuten auf der Bühne stehen, egal ob in einem Stück oder einfach als Konzert. Ich würde so gerne mal ein Konzert geben. Einfach mit Leuten, die denselben Beruf haben wie ich, die Spaß haben an der Musik,
Weil, wie ich vorhin schon gesagt habe oder wie ich nachher noch sagen werde, man weiß nicht, worum es geschnitten wird. Ja, man muss einfach von den Leuten lernen können. Man muss merken, für mich, dass sie Spaß an der Sache haben, weil ich brauche keinen Kollegen, der das nur macht, weil er muss oder weil er denkt, hey, ich bin berühmt, ich mache das für die Fans, aber nicht für sich selber, sondern ich möchte Leute kennenlernen und mit Leuten singen, die einfach Spaß dran haben, was sie machen. Ja, das war's auch, glaube ich, eigentlich schon. Mehr muss ich dazu nicht sagen, oder? Nein, Spaß. Also, klar, da kam mein Knie. Meine weiteren Pläne nach der Ausbildung. Also, ich hätte eigentlich im April schon an Ostern meine Premiere bei Ludwig gehabt im Ensemble. Leider ist genau dann ja die Pandemie zu uns gekommen. Deswegen wurde es leider nichts und die Spielzeit wurde ja jetzt auch abgesagt. Aber hoffentlich dürfen wir ab nächstes Jahr wieder spielen und dann bin ich da auch dabei. Und ansonsten, genau, ich, wie gesagt, unterrichte hier in Stuttgart noch Querflöte. Leider habe ich da auch nicht so viele Schüler. Also, wie gesagt, kommt vorbei und lernt Querflöte. Hoppala. Und ansonsten, ja, ist nicht so viel zu tun. Ich gebe Nachhilfeunterricht und bin auf der Suche gerade noch nach einem Teilzeitjob oder irgendwas nebenher halt. Einfach, um ein bisschen was zu tun. Das Problem ist nur, ich komme einfach mit so Job so an der Kasse und so irgendwie überhaupt nicht klar. Ich brauche meine Musik, ich brauche meine Kunst. Deswegen ist es momentan auch ein bisschen schwierig für mich, für viele andere genauso. Und ja, wir hoffen einfach alle wieder, dass es schnell wieder gut wird und wir wieder mit unseren normalen Jobs weitermachen können. Und deswegen, Leute, haltet euch an diese blöden Regeln, egal wie kacke es ist. Haltet euch einfach dran. Ihr helft euch damit und ihr helft anderen damit. Mehr muss ich dazu, glaube ich, nicht sagen. Wo sehe ich mich in 10 Jahren? Ja, das ist ganz witzig. Meine Mama hat nämlich letztens so einen alten Steckbrief von mir gefunden. Den haben wir in der 4. Klasse geschrieben, weil wir so ein Abschlussbuch gemacht haben, wo jeder halt so einen Steckbrief reingeschrieben hat. Und da war der letzte Punkt: Wo sehe ich mich in 20 Jahren? Und wenn man mal genau überlegt, ist die 4. Klasse jetzt 10 Jahre her. Das heißt, der Steckbrief beschreibt, wo ich mich jetzt in 10 Jahren sehe. Und um mal die kleine Finola von damals zu zitieren, wohne ich in 10 Jahren in Berlin in einer Villa mit einem Mann und 2 Kindern, mit, ich glaube, 2 Hunden, 3 Katzen, 2 Papageien, 3 Schildkröten, einem roten Cabrio und ich habe schon viele Musical-Hauptrollen gespielt. Ja, ob das wirklich so wird, ist die andere Frage. Aber ja, also Berlin ist schon so eine Sache, wo es mich schon hinzieht. Ich habe auch, also mein Vater kommt aus Brandenburg, ich habe da oben noch Familie und ich mag es ganz gern dort oben. Also da wäre schon so ein Gedanke, dorthin zu ziehen. Und ja, Haustiere sind sowieso, ich liebe einfach Tiere. Ich bin immer mit Haustieren groß geworden. So eine Katze oder ein Hündchen wäre schon was Nettes. Und ja, Mann, Kinder, man weiß es nicht. Mal gucken, was die Zukunft so bringt, ne? Und ansonsten, ja, ich hoffe natürlich, also 10.000 große Musical-Hauptrollen und gut Geld verdienen, das ist immer so eine Sache, sowas. Klar, sowas wünscht sich jeder, aber wer weiß, wie es bis dahin aussieht. Vielleicht kommt Corona 2.0 oder irgendwas anderes. Oder vielleicht gefällt den Leuten einfach nicht, was ich mache. So. Es kann ja alles sein. Und klar, ich würde mir wünschen, dass ich bis dahin auf jeden Fall in ein paar Musicals mitspielen durfte oder halt einfach irgendwas machen durfte. Hauptsächlich, was mir einfach Spaß macht. Ich glaube, das ist das Wichtigste. Einfach, dass man an dem, was man tut, Spaß hat. Dass man nichts macht, wo man nicht wirklich dahinter steht. Weil, ja, das ist einfach wichtig. Das macht einen einfach nur unglücklich sonst. Und
das muss ja nicht zwanghaft sein. Also einfach Spaß haben im Leben. Das ist echt wichtig. Okay. Was würde ich mir selber noch für Fragen stellen an mich selbst? Das ist auch so eine schwierige Sache, ne? Weil das ist halt, du weißt nicht, was andere Leute überhaupt über dich wissen möchten. Nachher erzählst du irgendwas und denkst sich so, ah, okay, alles klar. Also, machen wir doch noch einen kleinen Steckbrief über mich. Nee, ja. Also, wie ihr seht, ich stehe total auf Blümchen. Ich habe 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16 Orchideen in meinem kleinen Zimmer. Und noch ein paar andere Sachen. Also, ja, ich bin ein totales Blumenkind. Bis ich 4 war, haben wir auch an einem Wald gewohnt. Also so totales Naturkind. Ich mag es immer noch total gerne. Ich kann mich echt den ganzen Tag in die Blumenwiese legen und mir geht's gut. Deswegen meine Lieblingsfarbe, wahrscheinlich kommt das auch irgendwie ein bisschen daher, ist grün und türkis. Kann man gar nicht sehen an meiner Einrichtung und an meiner Kleidung. Und ja, was gibt's sonst noch zu erzählen? Das ist meine echte Haarfarbe. Die hat einen komischen Farbverlauf, ich weiß das, aber es ist echt, weil mich das so viele immer fragen. Und was gibt's sonst noch zu erzählen? Man weiß es nicht. Aber falls euch noch was interessiert, dann könnt ihr euch ja gerne melden. Wer weiß, dann lässt sich das bestimmt noch irgendwie einrichten, dass man die auch noch irgendwie beantwortet. Falls euch was interessiert, wenn nicht, dann habe ich wohl genug erzählt. So, das war's dann auch schon von mir. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Freude oder habt ein bisschen was erfahren, was euch interessiert hat. Und ja, ich bedanke mich, dass ich euch diese Fragen hier beantworten durfte. Und wer weiß, vielleicht sieht oder hört man sich ja mal. Und ja, da bleibt mir am Ende eigentlich nur zu sagen, glaubt an eure Träume. Wirklich, es ist, ich kann es ganz gut sagen, das war mein Traum, seit ich 6 Jahre alt bin. Und wenn man dafür arbeitet und wenn man es nicht aufgibt, dann kann man so fast alles schaffen, würde ich sagen. Also glaubt an eure Träume, vergesst nicht zu lächeln, auch trotz Corona, es wird alles wieder besser. Und ja, dann wünsche ich euch allen noch einen schönen Tag. Tschüsschen!